Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ich bin auf dem Weg zurück, um die Einladungen abzugeben. Und überraschenderweise gab es in den Einladungen auch die ein oder andere Jubiläumsmütze noch hier mit dazu. Das hat mich sehr gefreut. Außerdem noch ein Emote mit Prost, das wir aber aktuell schon besitzen und deswegen nicht nutzen können. Aber das macht gar nichts. Dafür wird jetzt hier beim Parzival mal die Einladungen werden die abgegeben. Wir bekommen nochmal 2 Jubiläumsmünzen dazu. Ansonsten werden wir jetzt mal hier die kleine Questkette machen. Mit der Armkette, die also mit der Armkette beginnt, besser gesagt. Und werden mal uns jetzt auf den Weg machen und die hier verteilen. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, dass mich die über die gesamte Karte mehr oder weniger schickt. Ich sehe gerade, hier ist noch eine Quest. Was macht die denn hier? Waren wir hier noch gar nicht bei dir? Berthold Dickdrossel. Ich verlange nicht viel von euch. Also offenbar waren wir hier noch nicht. Haben wir in Schlucht noch keinerlei Quests gemacht? Uiuiui, dann müssen wir hier auch noch weitermachen. Uiuiui. Never ending story ist das hier, das sage ich euch. Wir werden niemals fertig werden. Was ja auch eigentlich der Sinn eines MMOs ist. Aber es ist... An jeder Ecke gibt es irgendwie noch was zu tun. Mehr oder weniger. Ja, hier unten sind auf alle Fälle auch noch ein paar der Ringe. Na gut, da ist die Gitter. Wir geben ihr mal die wunderbare Armkette. Wunderhübsch, sagt sie. Sehr schön. Und wir sollen gleich das nächste machen. Mit euch sprechen? Beim Gasthaus Ausbildungshalle befindet sich der Bannbad Unterberg. Liefert das Gebäck bei Bannbad Unterberg ab. Sehr schön. Das machen wir auch gleich. Der ist relativ nah hier dran. Das ist schon mal gut. Aber ist natürlich nicht der letzte. Und jedes Mal bekommen wir eine wunderbare Jubiläumsmünze hier dafür. Oh, stand da was? Moment. Das Feuerwerk beginnt in 5 Minuten. Oh, dann müssen wir da auch nochmal ganz kurz hoch. Bitte wartet eine Minute. So, liefert die Schnitzerei in 5 Minuten. Also, okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Nach Michelbinge. Uiuiui, nach Michelbinge. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir doch. Ist kein Problem. Rückkehr ins Auenland. Auf geht's nach Michelbinge. Und dort wahrscheinlich im Gasthaus war das, oder? Genau, Adler und Kind. Gasthaus. Sehr schön. Wir müssen dann natürlich auch noch unsere Reitmission machen, also die in Bre und die im Auenland jetzt hier, weil da gibt es auch immer schön ordentlich Münzen und die sind relativ leicht verdient. Vor allem, ich glaube, da bekommt man sogar 3 Stück immer. So, guten Tag, liebe Esmeralda. Eichhörnchen-Schnitzerei. Aha, sehr schön. Oh, Belohnungsleiste für legendäre Gegenstände. Ach, jetzt bekomme ich hier ab Stufe 45 könnt ihr legendäre Gegenstände verdienen, ausrüsten und verstärken. Gut, dass ich das jetzt mit 91 bekomme. Es ist natürlich das neue System, ne? Ja, wir haben das schon mal angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, dieses Belohnungsfenster. Wo war das denn hier? Was ist das hier? Nee. Habe ich mir das nicht irgendwo reingesetzt? Hier ist es. Dass man nicht vergrößern kann. Also wir müssten hier die Sachen natürlich beanspruchen, um die dann zu bekommen. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich das machen soll oder nicht. Aber wir könnten es mal machen. Verzierte Truhe mit uralten Schriften. 200 uralte Schriften. Das Problem ist, ich habe halt schon so viel und brauche momentan keine. Auf der anderen Seite, was man hat, hat man. Und das wird ja meines Wissens dann auch wieder zurückgesetzt. Die Frage ist, wann wird es? In 15 Tagen wird es zurückgesetzt. Und bis dahin muss man quasi alles beansprucht haben dann. Wir können es ja mal beanspruchen, was wir haben, haben wir. Und vielleicht bekommen wir hier auch noch ein bisschen mehr. Und dafür kann man dann auch die blauen Kügelchen wieder verwenden, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wofür diese blauen Kügelchen, diese Erfahrungskügelchen zukünftig
gedacht sind. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? So, wir müssen bei Dudo Pausbacken einen Hammer abliefern. In Hobbingen natürlich. Hobbingen ist leider keine Schnellreise möglich. Also Schnellreise schon möglich, aber Schnellreiten nicht möglich. Deswegen ist die Frage, ob wir nicht einfach mal schnell selber rüberreiten. Karte wurde ja auch nochmal ein bisschen geändert, habe ich das Gefühl. Die ist jetzt ein bisschen detaillierter. Aber das kann auch schon etwas länger her sein. Wie gesagt, nagelt mich da nicht fest. Dadurch, dass ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe und jetzt erst wieder für das Let's Play quasi eingestiegen bin, können die Änderungen auf alle Fälle auch schon mal irgendwann anders gemacht worden sein. Finde ich jetzt aber ehrlicherweise gar nicht mal so schön, die Karte. Die ist mir ein bisschen zu durcheinander. Also zu viel auf der Karte, zu wenig zu erkennen. Und ist nicht so schön lesbar irgendwie. Ne? So, wir machen mal ganz kurz noch die Hobbit-Geschenke auf. Kleiner Trank der Kraft und seltene Handwerkskomponente 5-mal. Okay, eine Auswahlkiste. Also der Trank kommt gleich mal weg. Den können wir uns sparen. Und den Rest machen wir alles irgendwann später auf. Was ist das denn für ein Schwert hier? Hat kein Tooltip, dieses Schwert. Bin sehr gespannt, was es alles so gab. Ich weiß so ungefähr, was angekündigt worden ist für die Leute, die schon länger jetzt mit dabei sind. Die Geschenke quasi. Aber ich habe noch nicht alles angeguckt. Und freue mich sehr darauf jetzt. Demnächst, wenn wir es dann auspacken. Jetzt noch nicht natürlich. Das ist wie bei Weihnachten. Das dauert noch ein bisschen. Wie ist das, so, ein Hammer. Ja, wunderbar. Von der Esmeralda. Da freut er sich. Ein Zwergenschild bei Omr in Fenrisplatz. Ich fürchte, ich komme zum Feuerwerk zu spät jetzt. Habe ich eine Schnellreise zum 21. Halle habe ich hier. Orkwacht, nee. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe auch im Norden. Ah, hier. Große Halle. Ja, da müssen wir nochmal runterreiten dann. Weil Ferdinandsplatz ist ja weiter im Süden dann. Aber ich fürchte, ich komme zum Feuerwerk zu spät, weil wir brauchen dann ja auch noch ein bisschen Zeit, um dann entsprechend die Feuerwerkskörper zünden zu können. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Wahrscheinlich kennt ihr ja eh alle Quests schon. Gehe ich mal davon aus. Wir haben ja hier oben bei den Zwergen auch noch nichts gemacht, also questmäßig, oder? Jedenfalls sind da auch noch ganz viele Ringe. Könnt ihr euch auch nochmal auf die To-Do-Liste schreiben jetzt, was wir alles noch angehen müssen. Würde ich aber ehrlicherweise, ich würde das wirklich gerne machen, weil die sind schnell gemacht, diese Quests. Das sind ja lauter so Anfänger-Quests. Aber ich würde das halt auch ganz gern einfach sauber machen, alles. So, Zwergenschild, wunderbar, da freut er sich natürlich. Und ein Ziegenglückshorn. Runolf im Gasthaus. Ah, okay, jetzt müssen wir doch nochmal hochreiten. Und müssen das oben abgeben. Gut. Hier, diese blauen Kügelchen habe ich gemeint hier. Die Vermächtnisruhen. Heißt natürlich Vermächtnisruhen, nicht blaue Kügelchen. Aber die Hobbits sagen blaue Kügelchen. Ja, da ist definitiv noch irgendwas seltsam eingestellt bei den Grafiken. Habt ihr gesehen, wie das jetzt hier geleuchtet hat? Das überstrahlt so richtig. Das ist nicht schön. So, wir müssen ins Gasthaus, genau, wir müssen ins Gasthaus runterreiten. Nicht mehr so viel los hier, ne? Ist ja auch verständlich, aber so richtig viele Leute trifft man hier nicht mehr. Oh, kann man hier jetzt runterreiten? Man kann hier runterreiten seit Neuestem. Okay, man kann hier runterreiten. So, ein Geschenk für mich, jawohl, nur für dich und für mich eine Jubiläumsmünze, ein Seidelbier für Roger Haselzweig nahe des Brunnens.
Zum Brunnen komme ich jetzt leider. Oh doch, wir können reisen mit Lalias Markt. Die ist ja auch beim Keilerbrunnen. Perfekt. Weil der hat immer noch ein bisschen Cooldown drauf. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch. Wenn dieses Feuerwerk so noch 10 Minuten laufen würde, dann habe ich gerade mal so 2 Minuten jetzt verpasst. Und dann werden wir uns jetzt mal ganz schnell sputen, die Quest abgeben und dann hoch und das Feuerwerk zünden. Und dann werden wir noch ein, zwei Runden drehen. Schauen mal zum Festplatz. Zu den beiden Festplätzen, besser gesagt. So, da freut er sich natürlich. Und das war's jetzt, ne? Ja, das war's. Und werden mal dort gucken, ob da noch irgendwas ist, was man an Aufgaben machen kann. Und vielleicht auch mal noch in die Instanz reinschauen, wenn es da eine spezielle Instanz gibt. So, ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen lauter. Da könnt ihr dann auch mal ein bisschen vorskippen natürlich, wenn es zu laut wird. Ah, sehr schön. Ein Ring ist noch da. Jetzt müssen wir nur noch zeitmäßig hinkommen. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? So, Feuerwerk bei Brie. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir sind relativ allein. Und was müssen wir zünden? Offenbar ein grünes. Kann ich da noch schnell mitmachen? Wunderbar. Vielen Dank, Taurven da hinten, die mir gezeigt hat, dass wir noch ein grünes zünden müssen. Ein blaues. Da freuen sich natürlich alle. Aber das könnten wir jetzt noch schaffen, Leute. Das könnten wir noch schaffen. Ich stelle mich mal ein bisschen näher hier ran, damit ich gleich mal lesen kann, was hier gesagt wird. Irgendetwas aus einem roten Feuerwerk. Wir verbleiben beim Grünen. Also als hier noch richtig viel los war mal, da ging halt echt die Luzi ab, ne? Wenn da irgendwie 20 Leute stehen und ihr Feuerwerk zünden. Das war schon echt toller Anblick. Ein rotes Feuerwerk. Ah, ich weiß ja jetzt schon, dass ich mich wieder verhaspel irgendwie. Weil ich jetzt natürlich immer laber und einfach nur nicht 100% aufpasse. Aber das müssen wir jetzt durchziehen. Keine Fehler werden hier erlaubt. Keine Fehler toleriert. Ein blaues Feuerwerk. Die Feuerwerksdinger gibt es ja auch schon ewig, oder? Ich glaube, das waren so die ersten Gegenstände, die so in Herr der Ringe eingeführt worden sind. Dieses Feuerwerkteil hier. Eine der ersten. Und da hat sich auch nicht wirklich so großartig was geändert. Was anderes als blau. Die sehen irgendwie schon gefühlt seit 15 Jahren so aus, diese Feuerwerkskörper. Aber es sind ja bessere noch dazugekommen, von daher, ne? Das passt schon. Nochmal ein blaues, wunderbar. Wir sind bei 7 von 10. Die Chancen stehen gut, dass wir das erfolgreich abschließen hier. Das nicht rot ist, komm, dann nehme ich einfach nochmal ein blaues. Ah ja, hier drüben hat auch ein blaues genommen, der Gilfur. Und die Taurven hier drüben auch blau, ne? Seltsam. Und jetzt nochmal ein blaues. Ja, blau ist aber auch das schönste Feuerwerk, ne? Schönste Farbe, schönstes Feuerwerk. Es gibt eigentlich keine schönere Farbe, außer vielleicht noch Orange. So, letztes Feuerwerk, bevor ich mir hier den Mund fusselig rede. Das nicht blau ist. Oh, jetzt habe ich Lag. Wunderbar, richtiges Feuerwerkskörperdings gezückt. Und wir bekommen 2 Jubiläumsmünzen. Wunderbar. Sehr gut. Hallo? Eieiei, da ist aber ganz schön lag jetzt momentan. Was ist hier los? Dann
Jubiläumsinstanz müssen wir noch machen. Was ich jetzt gerne mache, ist, wir werden... Ich habe das Gefühl, der Tooltip wurde auch wieder verrutscht. Guck immer woanders hin. Übersicht, nee. Der Tooltip war ja bei mir immer eher so hier an der Seite. Und nicht in der Mitte. Gut. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen mal Richtung Festplatz hoch. Wir werden dort oben mal eine Runde reiten. Dann seht ihr auch mal meine Reitkünste. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Geht bestimmt richtig gut. Und wir schauen mal, ob es hier noch was gibt, außer vielleicht wieder den obligatorischen Tanz. Aber nicht mal den gibt es heute offenbar hier oben. Also hier oben ist gar nichts los. So wie das hier aussieht. Oder es ist noch nicht geladen worden. Nee, sieht so aus, als ist hier gar nichts los. Wir können hier nur reiten. Dann machen wir das auch. Die einfachste Methode, hier an ein paar Münzen zu kommen. Und vor allem... Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Dann kommt mir noch zwei Münzen. Ah, nicht mehr drei. Na gut, bei Nacht und Nebel zeige ich euch meine Reitkünste. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht, aber das glaube ich nicht, weil ich bin Profi Herr der Ringe spiele und Profi Parkourreiter. Wieso ist denn die Zeitleiste so kurz? War die immer schon so kurz? Okay. Ist ja fast die Hälfte schon weg jetzt hier, meine Güte. Naja, ist kein Problem für unseren Wächter. Der kriegt das auch so hin. Und dann geht es noch Richtung Auenland und Festbaum. Und dann werden wir dort auch nochmal reiten. Und dann geht es noch in die Instanz. Und dann sind wir aber erstmal fertig. Wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben, sondern wir wollen in Lothlórien ja endlich mal nach Karas Galadon. Ich glaube, so war der Name. Reingehen. Und vor allem auch mal die Quest mit Bingo Boffin endlich mal weitermachen. So, einmal Auenlandbaum. Jetzt ist die Frage... Schnellreise geht jetzt hier eher nicht. Wir könnten... Wisst ihr was? Wir reisen mal zum Häuschen. Habe ich denn fürs Haus momentan noch was, das wir ausrüsten können? Nein. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas dabei für unser Haus. Aber dann müssen wir später nochmal zum Haus reisen. Kein Problem. Aber wir reisen deswegen zum Haus, weil wir von dort am schnellsten dann zum Parcours kommen. Mit dem Pferdchen. Hier könnte übrigens noch jemand ein Häuschen kaufen, wer Lust hat hier. Das ist hier Kreidestraße 1. Da seid ihr neben der Berühmtheit Tollfußwächter hier unten. Ne? Möchte ich nur mal angemerkt haben. Ein fantastischer Platz hier oben. Also der Platz ist richtig geil, aber das Haus ist halt ein kleines Haus, kein größeres. Deswegen... Nur für Leute, die auch wirklich sparsam mit den Plätzen, die zur Verfügung stehen, umgehen können. Aber ein schönes Häuschen, ne? Also auch wirklich vom Platz her schön. Du siehst quasi über die komplette Siedlung drüber. Richtig toll. Wer läuft da vorne mit glühenden Händen mit Lag? Wer ist das hier? Eliza, Heldin der Vergangenheit. Oh, wir werden jetzt gegeneinander antreten, offenbar. Die Eliza und ich hier, weil wir gleichzeitig hierher reiten. Darf ich so. Euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Einmal bitte aufgestiegen. Eliza kommt bestimmt auch gleich. Oder auch nicht. Doch, jetzt kommt sie. Sie hat ein bisschen gewartet, weil sie natürlich vor Ehrfurcht erstarrt ist. Und dementsprechend... Na, sie will halt jetzt nicht uns im Weg stehen, während wir hier unsere Reitkünste vollführen. Und quasi hier den kompletten Parcours einfach nur so derbe, einfach nur rulen, wie es ansonsten nur Sauron mit dem Ring gemacht hat. Macht überhaupt keinen Sinn. Egal, ich muss halt irgendwie die Zeit füllen, Leute. Ich könnte euch ja jetzt auch erzählen, dass bei mir am Wochenende das in der Küche das Abwasser nicht mehr abgelaufen ist und alles überschwemmt worden ist und so weiter. Aber das habe ich schon ausführlich im Stream erzählt. Und ist für, ist für euch, hui, was war das denn jetzt? Für euch jetzt nicht so interessant. Wo bin ich denn jetzt runtergefallen, bitteschön? Ach,
Jetzt aber noch schnell hier. Bin irgendwo runtergefallen, komischerweise. Das war jetzt doch nochmal etwas knapp. Naja. Guten Tag. Wunderbar. Okay, liebe Leute, wir sind am Ende angekommen dieser Folge. Ich werde mal außerhalb der Aufnahme jetzt zum Festbaum reisen. Werde mich dort vorab schon umsehen. Und dann sehen wir uns dort, auch wenn es nichts zu sehen gibt. Und werden dort mal in die Instanz reingehen und die noch ein bisschen uns anschauen. Bevor wir dann noch ein Pferd eintauschen, das müsste mittlerweile gehen. Und uns dann wieder aufmachen nach Lothlórien und die Geschenke plündern.